filmt hier schon. Hello, hello, es geht los, denn heute ist ein kleiner Überraschungstag für Hella und Tom. Ich habe mir nämlich ein bisschen was überlegt und die beiden haben null Ahnung. Ich habe denen ein Datum gegeben und eine Uhrzeit und habe ihnen gesagt, sie sollen mich einfach anrufen. Und dann müssen sie sich überraschen lassen. Wir werden heute nämlich etwas richtig Cooles machen, da freue ich mich schon mega drauf. Aber vorher werde ich die beiden natürlich so ein bisschen in die Irre führen und bin gespannt, was die beiden so sagen dazu. Warte jetzt darauf, dass sie anrufen, sie sind natürlich wie immer zu spät. Es geht los, Tom ruft. Ruft an. Hallo? Hallo, Mathis. Habt ihr es langsam mal? Ja. Wow. Was ist denn? Es gibt eine kleine Überraschung. Ja, das wissen wir. Und die lautet? Als erstes setzt ihr euch in euer Auto und schickt mir euren Live-Standort. Dann ruft ihr mich wieder an. Die beiden haben, glaube ich, gar keinen Plan, was wir machen. Wie weird ist das schon wieder? Okay, also ins Auto setzen und Live-Standort schicken. Ich dachte gerade auch schon, wer wäre hier. Nee, ich glaube, wir sollen irgendwo hinfahren. Welche der drei Schuhe soll ich anziehen? Der das drei dreckigen Schuhe? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, die hier. Die sehen noch am saubersten aus. Es geht weiter. Tom hat mir soeben den Live-Standort geschickt. Jetzt müssen die beiden mich nur noch anrufen, denn ich werde denen jetzt erstmal Koordinaten schicken, wo die beiden hinfahren müssen. Das Ding ist aber, da, wo sie hinfahren, ist gar nichts. Also es ist einfach ein Parkplatz. Wir schicken die aber erstmal dahin und erzählen denen gar nicht, was denn der eigentliche Plan ist. Oh, da ruft Tom an. Hallo? Hallo? Wir haben sehr lange gebraucht, um ins Auto zu steigen. Ihr habt wirklich sehr lange gebraucht, um ins Auto ich zu steigen. Ich muss noch ein paar Sachen zusammenpacken. Ich weiß ja nicht, auf was wir uns hier einlassen. Ich habe Hella nämlich vorher schon gesagt, dass sie das eine oder andere Utensil mit einpacken muss. Hä? Aber ich steck da sonst nicht mit im Boot. Aber Hella hat sonst wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Wieso hast du mir nichts gesagt? Ja, weil du mich gestern nicht angerufen hast rechtzeitig. So, meine lieben Freunde, wir haben es wirklich verdammt eilig, weil ihr wieder viel zu spät seid. Ich schicke euch jetzt Koordinaten. Die sind gerade auf dem Weg zu euch. Koordinaten? Du? Oh. Wo bist du, dass ihr um 10 nach 5 da seid? Das werdet ihr nicht schaffen, weil die Autobahn extrem voll ist. Fahrt bitte vorsichtig, aber trotzdem beeilt euch. Bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Ich bin jetzt auch an meinem Auto und habe schon, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat diese Kamera gespackt. Also, weiter geht's. Ich bin an meinem Auto, habe eingepackt, eine Reitkappe, Reitstiefel, die wichtigsten Dinge. Hella habe ich das auch gesagt, sie soll Reitsachen einpacken für Tom, für sich selber natürlich auch. Tom war es nicht gesagt, sonst wäre er, glaube ich, niemals mitbekommen. Mitbekommen? Hä? Sonst wäre er niemals mitgekommen. Also, die beiden sind unterwegs und wir fahren auch zur nächsten Location. Ich fahre aber nicht alleine und zwar mit Jolene Arlott! Jolene begleitet mich auf diesen ganzen Trip und wird natürlich ein bisschen filmen. Und du weißt auch schon, was passiert, ne? Ja. Ich hab's noch nicht verraten. Wir sind angekommen an der nächsten Location. Hier sind wir nämlich bei Freunden auf dem Hof. Und hier treffen wir uns nämlich mit den beiden. Die haben jetzt schon gesagt, dass sie erst um 29 bei dem nächsten Standort sind. Also rufe ich sie jetzt an und sage ihnen direkt, dass sie hier hinkommen sollen. Weil der Standort, den ich denen geschickt habe, war ja eh fake. Mathis ruft an. Hallo. Moin. Na, wie ist die Lage bei euch? Wir sind unterwegs. Navi sagt 8 Minuten. 8 Minuten, das ist schön. Jetzt muss ich euch leider sagen, den Standort, den ich euch geschickt habe, das war ein bisschen gelogen. Ihr müsst da gar nicht hin. Hä? Hä? Meine Lieben, bis gleich. Viel Spaß mit den neuen Koordinaten. Ich glaube, er will uns einfach nur veräppeln und am Ende landen wir jetzt gleich auf seinem Hof und dann sagt er, heute machen wir Stallarbeit. Ja, genau. Das sehe ich halt jetzt schon kommen. Dann wäre ich echt enttäuscht. Art, Linda, Gulloway. Ja? Sie sind in 30 Sekunden da. Ich weiß, ihr habt euren Live-Standort. Ach ja, Jolene ist dabei. Hä? Hä? Ich check gar nichts. Na, wie ist die Lage? Ja, komisch. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Es ist schon wieder nur weird. Warum sind hier alle so komisch? Komisch. Wir sind auf so einem Bauernhof. Keine Ahnung, was wir hier machen. Hallo! Hallo, Jolene! Hier kam gerade jemand und meinte, die Sättel für die Rinder sind in der Sattelkammer. Habt ihr Reitsachen mit? Wir gehen doch jetzt nicht Rinder reiten. Ich habe nichts mitgenommen. Mir wurde nichts gesagt. Ich glaube, Hella hat was für dich eingepackt. Was? Guck mal mit. Das sind Pferde. Das sind Pferde. Schau mal, die Kuh da vorne. Das ist eine Kuh. Schaut mal. Die sind doch süß, oder? Ja. Total süß. Was sagst du, Tom? Rodeo. Danach sieht mir das aus hier. Heute machen wir was ganz Besonderes, ne, Hella? Kühe reiten oder was? Also, ihr habt ja Reitsachen dabei? Ja. Und ich würde sagen, die holen wir jetzt mal. Das kann hier erstmal stehen bleiben, denn wir haben ja heute noch ein bisschen einen längeren Tag vor uns. Und wir wollen ja auch heute noch was Vernünftiges essen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier in den Hofladen und kaufen ein. Er ist so komisch. Also Mathis hat sich noch nie im ganzen Leben so merkwürdig verhalten wie heute.
Was machen wir hier? Wir sind hier in so einem kleinen Laden. Ich finde das total süß. Wie gesagt, Kartoffeln, Zucchini. Süßkartoffeln, oder? Ja. Yes. Ja, selber angebaut. Wow. Cool. Und was nehmen wir mit? Ihr könnt von beiden, ihr könnt Süßkartoffeln mitkriegen, ihr könnt auch gerne euch wohl von beiden was ein. Ja. Shopping-Trip war erfolgreich. Richtig. Hella, Tom, ihr beiden müsst genau hier stehen bleiben. Ach, zurück. Ich finde alles hier dran einfach richtig merkwürdig. Als wenn wir jetzt ein Rind reiten. Das ist wirklich das Letzte, was ich machen werde. Ein Rind zu reiten, die nicht richtig eingeritten sind. Guck mal, der Kleine, habt ihr schon gesehen, dass wir die Bandagen liegen haben? Warum liegen die hier auf dem Boden? Was machst du? Ich muss noch mal kurz auf Klo. Darf ich vorher auf Klo gehen? Aua, er bindet halt meine Haare damit rein. Hältst du das noch 20 Minuten aus? Nicht, wenn es wild zugeht. Dann geh schnell hin. Okay. Ich hoffe, die sind frisch gewaschen. Safe. Aber ich denke nicht. Aber ich verstehe es nicht. Sollen wir jetzt blind die Kuh reiten? Ich bin jetzt blinde Kuh. Ich sehe diesmal wirklich gar nichts. Hella, komm mal mit. Komm, bleib da stehen. Nein, komm, bleib da stehen. Ach so. Nicht so schnell. Jetzt lauf nicht so schnell, ey. Übertreib nicht. Hä, was machst du? Oh mein Gott, jetzt werde ich verschleppt. Jetzt hätte ich in ein anderes Land gebracht. Die haben wir verstaut. Komm mal mit. Wir wollten doch hier Kühe reiten. Wir wollten hier Kühe reiten. Aber es gibt noch ein paar mehr Kühe. Ja. Hast du dir gerade den Kopf gestoßen? Ja. Ich sehe wirklich zero. Also ich habe noch nie so wenig gesehen. Oh Mann, jetzt habe ich sie gesehen. Gut, wir haben es jetzt echt verdammt eilig. Wir müssen uns beeilen. Leute, wohin fahren wir jetzt? Wir sind doch gerade erst hierher gekommen. Vor allen Dingen meinte er doch gerade, die Sättel sind in der Sattelkammer. Und wieso fahren wir jetzt weg? Ja, ich verstehe gar nichts mehr. Ich glaube, er fährt jetzt mit uns einmal rum, um uns dann da wieder auszusteigen. Ja, und dann gehen wir in die Stallgasse. Sowas würde Mathis halt machen. Glaube ich auch. Mathis sagt auch gar nichts dazu. Wer fährt eigentlich? Ist Mathis überhaupt hier noch dabei? Mathis. Entschuldigung. Müsst ihr mal ein bisschen erraten, was glaubt ihr denn, was wir machen? Habt ihr Ideen? Also ich habe gerade schon überlegt, ich glaube, wir machen einen Kochkurs, weil wir haben ja auch gerade eingekauft. Ich glaube, die Reithose und das alles war nur zur Verwirrung. Ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir einfach jetzt was ganz anderes machen. Weil wir fahren jetzt auch schon richtig lange. Wie lange wir fahren? Was glaubt ihr, wie lange wir schon fahren? 5 Minuten. Ja. Echt? Also ich sitze hier schon eine Stunde. Ich sitze hier schon seit einer Stunde. Nein, das dachte ich jetzt nicht, aber ich dachte schon so locker 10 Minuten. Was glaubst du, machen wir, Hella? Ich glaube, wir sammeln Pilze im Wald. Ich sag mal so, keiner von euch beiden hat recht. Irgendwann später. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Ihr beiden müsst noch im Auto sitzen bleiben. Hilfe! Wir wurden entführt. Hilfe! Leute, schaut mal, die beiden schlafen einfach. Oh, wie süß. Ist das gut, oder? Ja. Hä? Also, wie willst? Ja. Hä? Ist fit? Wir holen die beiden jetzt hier raus. Oh, wie süß. Händchen halten. Oh mein Gott, wer ist das? Ich hab richtig Angst. Oh mein Gott. Ist entführt. Hallo. Hallo. Yes, das ist hier ein komischer Mensch. So, meine Lieben, wir geben euch was in die Hand und ihr müsst erwarten, was wir machen. Nein. Nimmst du in die Hand? Au, was war das? Ich wollte das doch nicht mehr anpassen. Was ist das? Du dürft die Augen drin atmen. Herzlich willkommen zum Fotospiel. Ah, was? Ich dachte, wir reiten Rinder. Das ist Patrick, Deutschlands bestbester Fotospieler. Moin. Wie geil ist das denn? Mega. So. So rauf. Dann hast du hier quasi den Schläger. Ausholen. Tust du so. Von hinten nach vorne. Okay, ja. Sei im Arsch. Hey! Checker. Ja. Wenn du. Ja, danke. Leicht hinstellen. Rechts im Bein, rechts stehen, links angewinkelt und von hinten nach vorne pendeln, wie eine Zitakur quasi erstmal. Damit wir erstmal nicht quasi die Beine pendeln. Das geht ja auch. Das ist ein Halbschwing, ja? Immer. Das ist ein Halbschwing, ja? Also Leute, das ist einfach irgendwie so witzig, aber auch ein bisschen komisch. Man muss da erst so reinkommen. Vor allem ist der Schläger auch voll schwer. Man denkt das gar nicht. Der ist echt schwer und Mathis geht richtig ab. Okay. Oh.
das da vorne. Ja, wir wechseln nach jedem Tor. Mathis, hast du? Ich gehe nach vorne. Mathis, hast du? Mathis, hau ihn nach vorne. Ich warte hier. Ah. Geh rüber! Geh rüber! Rüber, rüber, rüber! Spiel den anderen Ball. Okay. Ja, mach ihn rein. Ja! So, ein rein! Okay, Mathis, spiel nach vorne. Du musst hier nach vorne spielen jetzt. Jetzt bist du dran. Ich bin immer hinterher. Dann Mathis. Komm mal hinterher. Super. Oh. Wie war's? Richtig geil. Ich liebe das ja, ne? Das macht so Bock. Wie fandest du es, Hella? Also, ich bin verstört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wurde mindestens 40 Mal von Mathis umgeritten. Oh, ich bin so am Alter. Ja, ich hab richtig Gas gegeben. Mega. Tom, wie fandest du es? Ja, wenn ich dann mal vorangekommen bin, dann war es ganz gut. Ich habe auch ein paar gute Schläge gehabt, aber es ist echt schwerer, als es aussieht. Viel schwerer. Ja. Ist wie Golfen, ist auch so viel schwerer, als es aussieht. Aber du sahst gut auch aus dem Pferd. Dankeschön. Gerade so gehalten, einmal wäre ich fast runtergeplumpst. Schaut euch einfach mal ein braves Pferd an. Ja, sorry, ist super wie süß. Lieb sind die Pferde, ich kann nicht mehr. Die sind richtig gut erzogen. Hallo! Was passiert denn hier? Wir müssen doch noch kochen, oder nicht? Ja. Okay, vielleicht fällt es ein bisschen auf. Es ist nicht am gleichen Tag passiert. Wir sind leider bei Patrick noch länger geblieben. Der hat uns noch Pizza bestellt, ganz lecker. Dann konnten wir unser leckeres Essen nicht mehr verspeisen. Aber jetzt sind wir bei Toms Mama. Denn hier gibt es richtig leckeres Essen. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben, ne? Lecker, lecker. Oder andersrum. Ella, was isst du eigentlich? Ich esse das hier. Kartoffeln und Süßkartoffeln. Und da wird vegetarisches Hack gemacht.
Das hier sind diese riesen Zucchini und das Biohack von den glücklichen Kühen, die wir nicht geritten sind, ist hier schon in der Zucchini. Was machst du, Mathis? Gut aussehen. Lügen darf man nicht sagen. Und Hella probiert das, was sie am besten kann. Ich bin so gespannt, also ich glaube, das wird richtig lecker. Wir haben alles im Griff, nicht. Es läuft hier richtig gut, wie man sehen kann. Ah, guck mal. Hier ist jemand. Tom hat dir das Rezept rausgesucht. Er meinte, dass wir das Innenleben von der Zucchini anbraten mit Bratkartoffeln. Aber hier sind überall so Kerne. Und ich frage mich, das geht doch gar nicht. Und ich probiere jetzt einen. Ist ein Kern. Alles Bio. Wir lieben Bio. Bin gespannt. Mal so ein ganzes Stück. Also ich habe echt gar kein gutes Gefühl dabei. Nein. Hunger. Schmeckt wirklich schlimm. Aber ich glaube, wir hätten das doch gar nicht probiert. So, dann werden wir das mal hier in die Pfanne. Jetzt werden wir das Ganze würzen. Vielleicht ist es komplett versalzt, weil es so lange würzt. Das macht aber am meisten Spaß. Ich glaube, es ist mir ganz überwürzt. Nicht noch mehr Salz, ich habe doch schon vorher Salz. So, die Hauptspeise ist fertig, die Zucchini. Wir nehmen erstmal eine halbe, weil sonst ist es echt zu viel. Und die vegetarische Seite. Dazu gibt es diese köstlichen Kartoffeln mit Zucchini drin. Nice. Die Hauptspeise wird präsentiert von Hoppi Galoppi. Alter, das war fake. Ich hab das schon gekauft. Ja, das ist stimmt. Von Mathis Röckener. Schaut vorbei bei seiner Show. Kauft irgendein Ticket dafür im Januar. Was ist es? 6. 7. Januar? 3. 4. 3. 4. Januar. Geht's richtig ab in Pferden. Und deswegen werden wir jetzt erstmal das köstliche Essen probieren, was er gesponsert hat. Vielen Dank dafür. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Werbung gebucht habe. Vielen Dank an den Sponsor. Probier das mal. Das ist Matschkartoffeln. Deutsche Kartoffeln. Auf die 1. Deutsche Kartoffeln auf die 1. Jetzt probier die Zucchini. Das fällt hier leider alles irgendwie ein bisschen auseinander. Sieht aus wie so ein Räumer. Gespannt, ob diese Zucchini durch ist, weißt du? Mhm. Schmeckt gut? Falsch. Kann man machen. Wirklich lecker. Aber ich muss sagen, dieser Schafskäse ist wirklich wichtig. Der macht doch mal viel aus. Wie schlecht ist das denn? Mhm. Schmeckt halt einfach mal anders und gesund. Anders? Ist die kleine Schwester von Scheiße. Nein. Ja, das schmeckt richtig gut. Richtig gut. Nein, das schmeckt wirklich gut. Als Nachspeise hat meine Mutter sich noch was Köstliches ausgedacht. Und zwar Quark mit Himbeeren und so Keksen. Und ich würde sagen, das ist die Torte auf der Sahne. Kirsche. Das ist die Torte auf der Sahne. Es war auf jeden Fall ein sehr aufregender Tag gestern. Wo wir dachten, wir reiten irgendwie Kühe und auf einmal spielen wir Polo, wo ich zum 10. Mal gefühlt erst auf dem Pferd saß und dann direkt auf solchen Polo-Pferden mit dem besten Polospieler Deutschlands. Also Mathis, ich finde, du hast den Tag richtig cool geplant. Das gibt auf jeden Fall eine Revanche. Ja, ich mache als nächstes für euch beide. Ja, wir freuen uns. Und wir beide planen was für dich. Und ich nenne euch ein paar Koordinaten. Achso, ja, ich muss dann was planen für euch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich meinte den Geburtstag. Tschüss. Tschüss.